Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute was Interessantes mitgebracht und zwar von Playmobil die 9224 aus ihrer Ghostbusters Toyline basierend auf dem ersten Kinofilm. Wir sehen, das ist quasi ein kleines Figurenset. Ja, ich bin mal gespannt. Wir sehen Egon Spengler. Wir sehen einen Geist und noch einen Geist. Und drehen wir das Set mal um. So, hier sehen wir jetzt den Inhalt. Wir sehen zwei Figuren. Wir sehen ein bisschen Zubehör. Und wir sehen einen Geist. Wofür der genau ist, müssen wir uns dann gleich mal angucken. Ich sag mal, dann machen wir das Teil auf und schauen uns mal an, was dieses kleine Set uns so bringt. So, und hier haben wir jetzt das Playmobil Set 9224 ausgepackt stehen. Und zwar Egon Spengler mit dem Gentleman Geist. Ja, wieder mal ein weitere Charaktere von den Ghostbusters, die natürlich in einem kleineren, ja, ich sag jetzt mal Set gekommen ist. Hier haben wir Egon Spengler. Die Frisur finde ich witzig. Das Gesicht ist auch gut bemalt. Natürlich der typische Ghostbusters Print auf den ganzen Torso. Auch wie immer sehr schön gemacht. Auf der Rückseite haben wir natürlich den Protonenstrahler, den man natürlich auch abmachen kann. Und hier sind auch sehr schöne Prints drauf. Das haben wir schon bei den anderen gesehen. Na gut, ja, es ist eine typische Playmobil-Figur. Dann sehen wir hier einmal den Gentleman-Geist. Auch den finde ich sehr schön gemacht. Der ist komplett, oder der ganze Körper ist aus einem transparenten Plastik gegossen und wurde halt mit einem schönen Skelettprint bemalt. Finde ich richtig schön gemacht. Ja. Auch das ist eine ganz normale Standardbasis Playmobil-Figur. Ja, wir wissen ja, diese Figuren sind in der Regel so 7,5 cm groß. Die Bewegungspunkte sind jetzt auch nicht der Renner. Natürlich, Kopf kann sich nach links und rechts bewegen, die Arme nach vorne und zurück und halt die Beine und natürlich die Hände können gedreht werden. Ja, ich meine, das Set ist so eigentlich sehr interessant. Wenn man jetzt mal abgesehen da, also es ist das übliche Zubehör quasi immer dabei. Wir haben immer bei den Geisterjägern einen Protonenstrahler mit dem Neutrinowandler. Wir haben dann hier genauso ein PKE-Messgerät, das wo hier vorne wieder mit einem Sticker beklebt worden ist. Was jetzt nicht schlimm ist, weil der Sticker hält tatsächlich noch. Und natürlich kommen die meistens mit diesem transparenten Stück Plastik mit dem Protonenstrahler drauf, dass man, wenn man ihm den Strahler in die Hand gibt, na komm, gehst du da rein, so, dann kann man ihm das Ding hier vorne draufstecken und schon schießt er Protonenstrahlen ab. Ja. Auch das ist quasi fast jetzt schon mit bei jeder Geisterjägerfigur dabei. Was jetzt als eins der wenigen Teile bei Egon Spengler dabei war, ist hier ein Funkgerät. Das ist mal was anderes. Das haben wir bei den anderen Figuren bis jetzt so noch nicht gesehen, die wir hier hatten. Auch dieses kann man ihm natürlich schön in die Hand geben. Ist ja kein Problem. Und des Weiteren kommt er natürlich auch mit einer Geisterfalle. Auch hier sind wie immer die Details größtenteils mit Stickern hinterlegt. Auch das im Inneren. Und ja, es ist eine solide. Es ist das, ja, das ist das Zeug, was immer dabei ist bei den Geisterjägern. Ist okay. Man kann nicht genug Geisterfallen haben, so ist es jetzt nicht. Und wie wir ja gesehen haben, hier ist auch ein Loch.
in der Mitte. Das haben wir schon des Öfteren gesehen. Und wir haben uns immer gefragt, wofür ist dieses Loch da? Und zwar für das hier. Das ist quasi so eine Gerstschale, also so eine Plastik-Halbschale mit einem Geist. Und hier unten ist ein Pin, den kann man hier reinstecken. Und dann sieht das so aus, als wenn dieser Geist quasi in die Falle reingesogen wird. Ne? Warum nicht? Da frage ich mich aber auch, warum sind denn noch so ein Geist nicht einfach mal in mehr Sets drin gewesen? Wäre doch ein nettes Spielfeature. Jetzt unterschiedliche Geister für die Falle. Wäre doch super gewesen. Also spricht das so erstmal nichts dagegen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich finde, das ist okay. Wenn man halt die Geisterjäger aus dem ersten Film zusammen haben möchte, dann kommt man um diese kleinen Sets definitiv nicht rum. Was jetzt auch noch zu erwähnen wäre, ist, dass dieser Geist hier hinten Glow in the Dark ist. Ich werde es gleich mal versuchen, ob ich das irgendwie hinkriege, mit der Kamera das aufzuzeichnen. Die Kamera nimmt meistens sowas nicht sehr gut auf, aber schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Ja, also wie wir jetzt hier natürlich sehen können, sind sowohl der kleine Geist für die Geisterfalle als auch der Gentleman Geist, eine Glow in the Dark Figur. Von dem Gentleman Geist wusste ich es jetzt nicht. Aber es ist halt eine Überraschung. So, und ich würde mal sagen, sollte euch dieses Video gefallen haben, liked es, teilt es, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toybox.